und herzlich willkommen zurück zu Shining Force bei trauriger Musik, weil wir in der ausgerotteten Stadt der Drachen sind. Ist das lustig? Nö. So. Ich hab keinen Schimmer, was war. Ich weiß noch, dass Kane da oben rumsteht. Oh, hier. Ja, da ist er doch. Hallo. Ich werde keine einzige Aufnahmesession bei dem Spiel hier schaffen, ohne dass das passiert. Wahrscheinlich bei den anderen Spielen dann auch nicht. Es ist lange her, Max. Kane! Kennst du mich noch? Ich bin Kane von Ruhlfaust. Hat er gerade einen Namen gesagt, also man möchte mahnen, er kennt dich noch. Hab viel über dich gehört. Wie du General Elliot im Power besiegt hast, du musst ziemlich stark sein. Komm schon, sei wachsam, du solltest zurück ins Hauptquartier kommen. Komm, wenn du bereit bist. Ein Horse gegen die andere. Wir werden unter gleichen Bedingungen kämpfen. Bin ich besoffen? Ich war da eben. Ich war da das letzte Mal wieder drin, oder nicht? Ist schon alle mehr oder weniger am Leben, ne? Okay. Oder will er, dass wir. Das ist halt die Maus hier weg tun. Oh, die geile Musik! Das ist mein zweitliebstes Kampfscheme. Film tatsächlich aus dem Zirkus. Yeah! Das bin ich. Du warst ein Idiot, so mutig. Du warst ein Idiot. So mutig, hierher zurückzukehren. Alles klar. Glaubst du im Ernst, mich besiegen zu können, Max? Ja. Ja, das glaube ich. Du hast Marius getötet. Mein Vater. Dieser Mann hat ihn ermordet. Im Namen von Dark Marius und der Retter von Gurnania werde ich dich besiegen. Nein, wieso nicht? Da wird er ihn auf die Fresse hauen. Kane, also es ist es, der König. Also er ist es, der den König und Varus getötet hat. Ja, ich kämpfe ungern, aber dieses Mal ist es persönlich. Kane, lass es uns beenden. Na, sie haben schon Mut. Für Kanonenfutter. Ultrades. Kommt und holt euch. Holt es euch, was auch immer. Ich bekämpfe euch alle. Ja, da rein sollen. Alle klar! Max! Schon wieder diese scheiß Golems. Oh, der erste, der nicht wirklich bis irgendjemand in seine Nähe kommt, da stehen bleibt. Ich wollte gerade schon sagen, an sich nicht viele Gegner, aber wahrscheinlich wachsen dann wieder welche aus dem Boden. Aha! Die waren aber schon hier. Stein! Ich bin gerade ultra gut aufgelegt, ich weiß nicht warum. Viel zu gut. Das ist nicht gut. Oh. Du gehst erstmal hier rein. Und dann imitierst du May. Wir haben ja einen. Deswegen, ich fände es tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wenn man gegnerische Einheiten kopieren könnte. Das soll dann irgendwelche blauen Markierungen hätten, dass du die auch kennst, dass es dann da unten deine sind. Aber das soll gegnerisch sowas wie ein Ghoul eben kopieren können. Das finde ich richtig gut. Na cool. Wie man damals gesagt hat. Kaki! Boah. Langsam war es einfach Kanas.
Stara. Erstmal healen, weil wir was können, weil wir die Erfahrung brauchen. Das Imitat. So. Irgendwelche Themen, über die ich gerne reden würde jetzt wieder. Bevor ich die ganze Zeit nur singe. Oh shit! Für 100 gekrittert! Oh shit! Alter, für 100! Der Junge geht ob der Schnitzel. Das ist gut. Das war mir nur sehr gut. Worüber wollt ihr reden? Ich sollte mal vorher irgendwelche Themen raussuchen. Sonst brauche ich doch schon ewig zum Überlegen, aber... Ich meine, wie soll ich das hier kommentieren? Kann ich gleich gut über irgendwas reden. Alles, was wichtig ist, das kommentiere ich. Was irgendwie wichtig ist für mich, das kommentiere ich sowieso. Hallo! So. Bumble Flames ist ja zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht, schon abgeschlossen. Ja? Plopp. Und... Tja. Ich bin damit überlegen. Aber nicht jetzt. Ich wollte ja eigentlich Mass Effect machen, ursprünglich direkt danach. Aber ich habe mir gedacht, das ist dann wieder ein relativ großes Projekt und Shining Force ist ja das größere, was ich mal haben laufen. Es ist deutlich größer als... Es wird auf jeden Fall schon mal größer als Bound by Flame, ne? Habe ich ursprünglich nicht erwartet, dass das wirklich so kurz ist. Als ob das Max was ausmacht. Oder dem Hund! Deswegen, ich habe halt überlegt, dass sie da irgendwas dann noch reinmacht. Da kann Feuer spucken, das weiß ich. Ja, nicht immer so wenig. Die Frage ist was? Da würde ich dann wahrscheinlich eher irgendwas... Da wollt ihr dann eher was Kürzeres denn jetzt dazu reinmachen. Nochmal. Wahrscheinlich irgendein Wimmelbildspiel jetzt haben. Weil ich habe so viele... Ich könnte irgendwelche RPG-Maker-Spiele machen. Kleine Horror-Dinger oder RPG-Maker-Horror gibt's ja auch. Die sind meistens sogar sehr gut. Auch wenn es keiner glaubt. So, jetzt werdet ihr heute wahrscheinlich da irgendwas von dem aus dem Bereich wieder zu reinmachen. Vielleicht auch Visual Novels, kann man auch machen. Und für Samstag, ich habe irgendwie das Bedürfnis, Pokémon zu spielen. Weshalb ich mal gedacht habe, ich werde einfach immer so eine Stunde. Es könnte so samstags eine Stunde Pokémon rausknüppeln. Könnte theoretisch machen, aber. Das würde mein Book, das würde... Pokémon ist sehr zeitaufwendig. Das müsste man eigentlich wissen, weshalb das von der Zeit her sich eher weniger ausgehen würde. Da würde ich halt kaum was erreichen innerhalb der einen Stunde. Das wäre für euch nichts. Das wäre... Für mich wäre es egal, weil ich würde halt wahrscheinlich schon so bis zu 5 Stunden am Stück spielen. Aber wer bei euch hört da scheiße? May kann Gegenangriffe, man glaubt's gar nicht. Und ja, also weiß ich es immer noch nicht. Ich will immer noch irgendwas machen, aber weiß immer noch nicht was. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keine... Samstags wissen wir immer noch nicht. Irgendwas werden wir noch einfallen. Früher oder später.
Das habe ich aber auch jetzt, glaube ich, schon 5-mal gesagt bei Shiny Phase. So, den macht Kork hier. Oder auch nicht. Und ja. Auf jeden Fall. Die Spiele, wo ich momentan richtig Bock drauf habe, sind halt... habe ultimativ Bock auf solche Geschichten wie... habe halt Bock auf Mass Effect, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Und ich habe auch Bock auf solche Wimmelbilder, deswegen, die werden wahrscheinlich auch öfter kommen jetzt. Was heißt öfter? Ich meine, ich habe bisher eins gemacht, aber ich habe vorher noch öfter das mal. Und von der Theorie her, am Mittwoch habe ich tatsächlich vor, dann mit dem nächsten Shot anzufangen. Ich meine, es ist jetzt verhältnismäßig ein bisschen spät. Aber jetzt gerade Montag, Dienstag habe ich jetzt nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, weshalb ich das frühestens am Mittwoch dann raushauen kann, das könnte dann aber in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mal eine Folge aufnehmen, ne? Man könnte das nachher anfangen. Theoretisch. Vielleicht überkommt es mir und ich mache die Nacht wieder mal durch. Dann kann ich morgen schon was rausknüppeln, aber das werdet ihr ja dann morgen, also Montag, noch was rausknüppeln, aber das werdet ihr wahrscheinlich als Erste sehen. Wobei, ich sehe es immer als Erster. Plopp. ja. Auf jeden Fall. Ja, was kann ich sonst noch so reden? Ja, an sich das, wie ich es eben gehabt habe, das System. Zwei große Projekte, an so um 17 Uhr, an so um 20 Uhr. Wie ist das? Hasste ich das so? Ich weiß, dass mindestens einmal 4 Leute meine Videos schauen, also ihr könnt ja das gerne in die Kommentare schreiben. Oder ich will es in die Kommentare geschrieben haben. Fuck that, ich will es in die Kommentare geschrieben haben. Ist mir egal, ob er mich angerufen wird morgen. Schreibt es mir jetzt gefälligst in die Kommentare, ansonsten interessiert es mich nicht. Ich will irgendwelche Kommentare haben, verdammt. Gut, ich battle jetzt noch Kommentaren, aber ich will Kommentare haben. Dann wird die Tatsache so. Ja. Ob das System so passt, wenn das so passt, mit zwei Projekten so zu laufen und dann mehr oder weniger kaum bis überhaupt nichts anderes. Oder ich mache ein Projekt, das was ganz normal jeden Tag läuft und dann läuft und dann mehrere kleine Sachen, mehrere so wirklich kleinere Sachen nebenbei rein. Das sind halt dann die Sachen. Ja, nein, vielleicht. Schreibt's in die Kommentare! Das ist dies, was ich sagen will. Oh. Jetzt weniger Kommentare gebettelt und mehr andere Themen. War nur. Ah ja. Also Jin kommt ja die Woche dann raus. Ja. Und ich freue mich ultimativ auf den Champion. Die meisten meiner Theorien sind widerlegt worden. Das habe ich auch schon gesagt. Weil ich freue mich trotzdem auf den Film. Und auch um das mehr, weil er einen Heimhund-Skin hat. Das habt ihr aber auch, glaube ich, auch schon gesagt. So. Weiter dazu in dem Patch des Shen Rework. Habe ich mal angeschaut. Bin kein persönlicher Shen-Fan. Also ist es mir immer noch herzlich egal. Aber wirklich viel geändert ist nicht worden. Hauptsächlich die Q und die Passive. Tatsächlich
bin ich mir gerade nicht mal sicher, was der alte Passive war. War das nicht alle paar Sekunden Bonusschaden oder sowas? Ich glaube schon. Egal. Ein neuer Gegenstand kommt auch raus. Der ist auch im PBE momentan. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema jetzt auch schon mal hatte. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Aber dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe jetzt relativ lange nichts mehr aufgenommen mit Shiny Force. Hoppala, falscher Knopf. Immer der falsche Knopf. Eben, und das ist... Das Ding ist dann ein, AD-Gegenstand. AD-Assassinen-Gegenstand, wenn man will. Mit, keine Ahnung, jedenfalls sehr viel AD, sehr viel. Verhältnismäßig. Dann Lauftempo und passiv den Effekt wie bei einer mehr oder weniger wie bei einer Z-Ulti. Das heißt, je weniger Leben das Ziel hat, desto mehr Schaden macht das Ding. Es ist schon eine Exekution gedacht, das Ding. Und ja, das wird mit einem Auto-Attack getriggert und nicht mit einer Fähigkeit. Also eigentlich hätte ich erwartet bei dem Set, dass es da aktiver Gegenstand ist, aber es ist trotzdem passiver, der auf Auto-Attacks geht. Ah. Komm da auch mal raus. Na, halt den... Von den neuen Gegenständen halt die meistens nicht sehr viel, bis ich sie dann mal ausprobiert habe. Aber jedes Mal so. Was fällt mir noch ein? May geht nicht drauf, dafür werde ich sagen. So. Jetzt hat sie nächstes Mal für was brauchbar. Morgen zwar immer noch nicht, aber jetzt für was brauchbar, der Loh. Theoretisch könnt ihr das System, wie es machen wollte, ja für die Woche nochmal antesten. Könnt ihr den weglasern? No, we can't! Okay, versuchen wir das anders. Das System wäre die Wochen... Könnte theoretisch die Wochen nochmal ausprobieren. Wie es geplant hat, das andere als... Entweder das eben, wie es hatte, oder eben das andere. Steam sagt mir, ein Download ist fertig worden. Finde ich gut. Alter, auf das Spiel habe ich auch übrigens Bock. Space Engineers. Kennt ihr vielleicht noch. Ist schon eine Zeit her, aber es war mal tatsächlich... Es war mal sehr beliebt bei den... auf YouTube. YouTube! Oh, der ist tot, der macht sehr viel Schaden. Oh, nein! Sind offensichtlich schon hoch genug. Schön zu wissen. May, du machst den jetzt. Schangedön. Ich probiere das einfach mal die Woche. Oder? Naja. Mal schauen. Der geht auf jeden Fall jetzt ein. Gegen unsere Heals können die überhaupt nicht leiden. Heilsam. Feuer frei. Der Junge haltet auch aus. Naja. Gibt's sonst noch irgendwas Nennenswertes zu sagen? Gerade nicht wirklich. Also mir fällt gerade nichts ein. Vielleicht habe ich vorhin da irgendein Thema angefangen und hab's wieder vergessen. Könnte auch sein.
Lass mich öfter einmal ablenken, es passiert schon. Nein, das Imitat ist tot. Reicht das? Nee. Schade, dann muss ich hier runter. Oh, das reicht aber auf jeden Fall. Zulo heilen. Es ist von der Mechanik her relativ einfach, deswegen konnte ich so ziemlich gut daneben mitquatschen. Aber es ist trotzdem, es ist angenehm. Was kann ich halt machen? Das ist jetzt ein Thema, das überlebe ich ja dann noch. Also ihr macht euch beide sehr viel Schaden gegenseitig. Das ist schon der Wahnsinn. Wir machen ihnen alle sehr viel Schaden. Wow, machen die viele Schaden. Alter, Kane, was ist falsch mit dir? Wahrscheinlich geht May jetzt wieder drauf. Nee, wirklich. Schade. Das heißt schade, aber jetzt erwartet. Der haltet aber auch aus. Mann, jetzt stirb doch. Hat der eigentlich ein Laserschwert einstecken oder schaut das nur so aus? Okay, dann müssen wir Corki wiederbeleben. Ein Eis sollst du machen. Also, irgendwann wird's lächerlich, Kane. Ja, die Zuhälterstelle, dass sie zum Schaden erwartet macht, habe ich auch nicht erwartet. Boah! Mablo, heilen! Ist mir egal, wie der heißt. Ich nenne ihn so. Schon seit damals! Kane heilen! Oder Ken! Wir wollten ja eigentlich Ken nennen. Kane ist ja der Typ. Ist doch gestanden. Ist doch nicht vorhin gestanden unter 20 Runden. Alles klar! Feuerstahler, Wichser! Ins Gesicht! Ups! Geht doch! Hab die Karte Kane-Karte! Netto-Bonus Riesentöter. Inventar ist voll, Item in der Kiste. Ah, es tut weh! Die Maske, sie geht kaputt! Plopp. Wo bin ich? Was habe ich getan? Jetzt erinnere ich mich. Dark Soul benutzte die Maske, um mich zu beherrschen. Er zwang ich, ihm zu dienen. Ich kämpfte sogar mit dir, Max. Mit meinem Bruder! Was habe ich getan? Stimme vom Schrein. Die Helden des Lichts erwachen. Kommt zu meinem Schreinhelden und nimmt das Buch der Geheimnisse in Empfang. Max, was zum... Also um Himmels Willen meint der Kane mit. Und was ist mir dies... Ist diese Stimme? Ich bin Kanes Bruder? Ich verstehe nicht. Ja, ich auch nicht. Wir haben auch noch nichts... noch nicht das Buch der Geheimnisse gefunden. Ich mach der Drachenschrein neugierig. Sollen wir ihn suchen? Ich geh erstmal Corki wiederbeleben. Da 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 da.
Sprich deinen Wunsch. Nein, das sollst du nicht. Das ist wiederbeleben. Gorg ist im Kampf gefallen. Ja, 23. Boah, wie viel Geld. Fördern. Chris, ich glaube, der letzte in meinem aktiven Team, der noch einen neuen Rang kriegt. Das ist der Pfarrer. So. Jetzt können wir speichern. Voll gut aufgelegt heute. Ja, werde ich. Aber ihr nicht! Zumindest heute nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was es im Dranschein gibt, erfahrt ihr dann morgen. Und bis dann. Tschüss!